mit Hilfe eines Stiftes oder Stabilo einfach so schräg rum. Und dann das wird quasi euer Hilfslinie sein. Dann könnt ihr das jetzt zunähen mit Nadel und Faden oder ihr könnt das auch zusammenkleben mit Heißkleber. Und dann das hier lässt ihr bitte offen, damit wir das noch füllen können. Sobald ihr alles zugenäht habt, könnt ihr jetzt hier diesen Abschnitt abschneiden. Wenn ihr es habt, dann das hier nochmal umdrehen. Und dann könnt ihr anfangen, das zu füllen. So, ich habe es bereits umgedreht und wie ihr sehen könnt, alles ist schön sauber zugenäht. Und dann jetzt können wir das auffüllen. Für diesen Tutorial werde ich natürlich die Reste von Filz benutzen. Und ihr könnt natürlich auch was anderes benutzen, so Wattefüllung. Und wenn ihr das habt, macht einen Test mit eurer Puppe. Also setzt quasi eure Puppe auf dem Dings hier, zu gucken, wie ihr dann Form haben wollt. Wenn ihr denn Form von euer für euer Sitz Sack habt, dann könnt ihr anfangen, hier unten zuzunähen. Ich zeige es euch dann. So, einfach drumherum nähen und einfach nochmal ziehen. Richtig ziehen, bis es zu ist. Und dann einfach nochmal zumachen. Und dann seid ihr fertig. Ihr könnt natürlich auch mit einem Stück von den Filz her ein bisschen eine kleine runder Kreis nähen und hier dann dazu nähen. Dann habt ihr natürlich eine Unterstützung für unten, damit es ein bisschen sauber aussieht, falls ihr das nicht so sauber zugenäht habt. Aber ansonsten könnt ihr es so lassen, wie es ist. Dann habt ihr quasi schon einen Sitzsack für euer Monster High Ever After High. So, ihr könnt natürlich jede Sorte von Socke benutzen, was ihr so habt. Ihr könnt natürlich auch die hier kaufen. Die habe ich zum Beispiel bei Teddy gekauft für 1 €. Ihr könnt natürlich auch alte Socken benutzen. Ansonsten, Leute, schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr diesen Tutorial findet. Liken, kommentieren, abonnieren. So, so sieht das fertige Produkt aus. Da können quasi die beiden jetzt quatschen. Viel Spaß damit!